Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, der Tag hat angefangen. Was bedeutet, wir stehen an Tag 14 und erwarten unsere Horde. Natürlich erst in der Nacht. Aber ja, immerhin. Das sieht witzig aus. Okay. Soweit, so gut. Ich wünschte, man könnte die Zombie-Sounds extern noch hochstellen. Oh, ich habe vergessen, das Ding aufzumachen. Hoppala! Riech ich damit? Ich rieche damit, okay. Dann mal schnell weg damit. So. Okay, wir haben unsere Kartoffeln alle benutzt. Genau, und wieder angepflanzt. Das ist feini fein. 12 Stews, das ist schon mal nicht schlecht, ja. Das Juckerzeug kann ich auch mal kurz hier rüberlegen. Wir haben das. Und wir haben gar nichts mehr an Cloth. Ich habe in der Nacht ein bisschen Stone Axes gebaut, in der Hoffnung, ein bisschen mein ja, Construction Tool Building Skill zu pushen. Zum Glück sollten die alle eine Burning Time haben. Ja, ganz genau. Das heißt, wir können die wunderbar hier verfuelen. Habe ich eigentlich gerade... Ich habe noch 9 Jars hier rumstehen. Habe ich noch ein Zeug, was ich kochen kann? Ach, haben wir nicht Dingens? Wir haben noch einen Baker, nicht wahr? Aber ich glaube, wir können noch kein Gas machen. Nee, genau, dafür brauchen wir nämlich ein Rezept, leider. Wow, 50 für ein Gascan, das ist natürlich viel. Wow. Guti, guti. Was habe ich hier denn noch rumfliegen? Wasser habe ich sonst gar nicht, aber ich habe doch Dingens gemacht, ne? Ich habe Glas, genau, hier mein Sand. Das Glas kann ich dann direkt mal gießen. 23, ja, ist doch schon mal okay. Wunderbar. So, wie viel kriegen wir denn jetzt noch aus unserem lustigen Loch hier hinten raus? Eine gute Frage. Oh, wow. Noch ein bisschen. Aber nicht viel. Oh, Mann, oh, Mann. Okay. Dann verheizen wir mal alles, was wir so an Heizmaterial haben. Hier. Ich habe noch mehr davon, glaube ich, hier irgendwo rumfliegen, weil ich noch welche gemacht hatte, mal in einer Nacht. Meine ich zumindest. Ja, genau. Das Schöne ist, dass die sich halt weiterentwickeln. Also der Skill direkt, wenn man craftet, wie man auch sieht. Ich habe gecraftet hier 64, 65 und 66. Das ist ziemlich cool eigentlich. So, immer nachstopfen hier. Stopf, stopf, stopf. 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 Das macht echt Spaß irgendwie. Naja, schade, dass man die halt nicht scrappen kann. Das wäre noch ganz praktisch. Ja. Dann müsste man sich ein bisschen Aufwand machen, sie entweder irgendwo hin zu droppen. Wobei, droppen will ich sie nicht unbedingt. Weil wer weiß, was die, wenn man so viele Sachen auf den Boden wirft, für Lags verursachen. Und ich weiß nicht, ob die wirklich die spawnen. Deswegen lasse ich es mal lieber sein. So. Nicht mehr viel. Habe ich noch eine? Da. Und die hier noch. Das war's, oder? Ich glaube schon. So, meine Freunde, wir brauchen Clay. Wir brauchen Clay. Wie schaut's hier aus? Ganz okay soweit. Und hier... Ach, jetzt muss ich mal auslaufen. Wie viel braucht ihr noch? Eine Minute. Wie viel Burntime haben die? 20 Sekunden nur. Eine Minute, ja. Na? Hallo? Hallo? So. Clay. Wir brauchen Clay, Clay, Clay. Wo hatte ich einen Clay gesammelt? Ich glaube, da hinten irgendwo oder so. Weil wir brauchen, wo brauchte ich Clay? Für, Cobblestone, genau. Ich würde nämlich gerne wirklich mal eine Mauer bauen. Ich habe die volle Absicht, eine Mauer zu bauen, natürlich. Und diese Mauer würde ich gerne, also das Fundament der Mauer sollte, würde ich gerne aus Cobblestone bauen. Weil Cobblestone, glaube ich, stabiler ist als Holz. Ich gehe davon aus, es klingt zumindest stabiler als Holz. Und dafür brauchen wir eine Menge Clay. Und ja.
deswegen müssen wir eine Menge Klei sammeln. Und ja, ich überlege gerade, wo ich als erstes die Mauer hinbaue. Das ist ja jetzt die Frage, ich würde es gerne halt hier zwischenbauen, was aber nicht so viel Sinn macht, weil hier ja mein Safety Pit ist quasi. Schwierig. Ich denke auch übrigens, für diese Folge wird es eine Doppelfolge geben, im Sinne von, wir werden die Nacht auf jeden Fall, also ich werde die Nacht auf jeden Fall aufnehmen, klar, weil da kommt ja die Horde und die wollen wir auf jeden Fall, ja, zusammen überstehen. Ich will das nicht alleine machen. So, wo ist denn eigentlich mein Yucca-Palm-Wasser-Ding? Denn das gibt ja fein Stamina zurück und wir könnten eigentlich noch uns einen Kaffee reinschieben, falls wir einen haben, ansonsten kochen wir uns einen, denn der gibt ja auch Stamina. Was war das? Das war ein komisches Geräusch und das mag ich gar nicht, wenn ich komische Geräusche höre. Apropos, wir könnten nochmal uns nach hier oben jumpen. Und hello? Irgendwie immer. Hallo? Komme ich denn hier rauf am cleversten? Dazu. Ah, ein Screamer. Gut. Was genau verhaut die denn? Moment. Ah. Lass mich hier runter. Dankeschön. Hoch und go. Ach, sie verhaut das Auto. Halt's Maul! Okay, jetzt ist die Frage, hat sie geschrien und gesummoned oder nicht? Weil die tauchen ja gerne mal ein bisschen später auf, als die eigentlich gerufen wurden. Weil wenn die Frau schreit, dann, ja, kommen Zombies. Ich glaube, es sind 1 bis 3 Stück oder so. Meines Erachtens sind immer 3 gewesen. Aber ich glaube, wir sind safe. Wir haben sie rechtzeitig umgeknockt, bevor sie überhaupt rufen konnte. Was irgendwie auch ein sehr creepy Modell geworden ist. Ist schon cool. Die ist so klein, aber wenigstens sie weiß, man kann sie gut erkennen und man hört sie von weitem. Hier hat sie nichts getan. Meistens noch nicht gewachsen. Das ist okay. Also, ja. Okay. Alles gut. Wo war ich dran gewesen? Cobblestone. Kaffee und Yucca-Palmensaft. Lecker. Bah. Ein Kaffee. Okay, gut. Naja. Besser als sie nix. So. Einmal Kaffee. Juti. Wir haben Essen gekriegt. Das ist nett. Immerhin. Ich bastel jetzt mal eine neue Schaufel. Die alte ist ziemlich kaputt. Und wir haben ja neuere Skills gekriegt. Von daher haben wir da mehr Haltbarkeit drauf. Ganz gut. Können wir die schon mal schreppen. Nein, nicht reparieren. Schrepp. So. Stopp. Hören auf. Danke. So. Schaut's hier aus. Hier wird fleißig geschmolzen und gegossen und also. Okay. Dann, ja. Weiter fleißig. Komm schon, Schaufel. Komm schon. So ist brav. Toolsmithing, Level 12. Das gefällt mir sehr gut. Loch. Da. Okay. Dann mal weiter im Text. Ja, das ist halt so anstrengend. Das ist ein bisschen nervig. Den kommt man nicht so schnell voran, leider. Wie ich gern würde. So, jetzt müssen wir, glaube ich, direkt den Kaffee rein. Schaut's aus mit unserer Durstigkeit. Energy! Wuhu! Stimmt, ich glaube, Kaffee dehydriert sogar, was nicht so viel Sinn macht eigentlich, weil es das gar nicht tut. Also nicht mehr dehydriert, als es Flüssigkeit zuführt, was irgendwie ein voll lustiger Mythos ist eigentlich. Warum sollte ein Getränk
bestehen aus Wasser, dehydrieren, das macht keinen Sinn. Also natürlich Salzwasser, klar, das ist klar. Aber Kaffee, nein, Kaffee ist kein Salzwasser. So, komm schon, hier. Noch so ein Schluck. Wie viel cooler. Einmal kalt, einmal warm gemacht. Wie schön, das ist irgendwie auch irgendwie. Kommen Sie schon. Huh, 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 huh. Es wird. Danach können wir unser Miscellaneous Crafting mal wieder ordentlich hochtreiben für Cobblestone. Stones craften. Dauert eine Ewigkeit und gibt bestimmt wieder extrem viele Skillpunkte. Mein Gott! Die sehen auch extrem scheiße aus. Aber die brauche ich mal wieder für Cloth, denn ich muss ein paar Sachen reparieren. Ich sollte die, glaube ich, mal bei Gelegenheit irgendwo anpflanzen. So an der Seite. Nicht unbedingt ständig Zombies drüber laufen. Oh. Schon soweit. Okay, Repair. Wie schaut's hier aus? Ein leichtes Hüngerchen. Wunderbar. So. Schaut's aus. Alle ab. Wunderbar. Wie viel Clay haben wir? 500. 523. Das ist okay soweit. Wie viel brauche ich eigentlich für Cobblestone? Cobblestone. Rocks. Ein Clay und ein Stone für ein Cobblestone. Wir brauchen, glaube ich, 4. Nee, 8. Nee, 4. 40 Cobblestone pro Frame. 400 wären 10 Frames. Das ist alles so irgendwie extrem wenig, was man kriegt. Und extrem viel, was man ausgeben muss. Ja, aber ist okay. Ne? Farming ist ja hier auch irgendwie ein wichtiger Teil des Spielerlebnisses. So, ich hab. So, wie viel Steine habe ich? 700 irgendwas? 500, 600? Quasi gleich auf. Haben wir in der Nacht was zu tun? Also crafting-technisch. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert. Ich glaube, es wird sogar relativ schnell, oder? Mal ganz kurz Cobblestone Rocks. 670. Macht 9 Minuten. Okay, das reicht. Dann für die... Oh, oh. Nacht. Wow. Lag. Bisschen mehr brauchen wir noch hier. Clay kann nicht schaden. Mal hier ein bisschen aufräumen, bitte. So. Wunderschön. So. Ich könnte eigentlich rein theoretisch, wenn ich hier das Ding ausgrabe, dann irgendwie. Warte mal. Ich kann ja hier erstmal gerade gehen. Ein bisschen ausframen, wo ich es denn gern hätte. So ein. Ja. Baumwollpit. Wenn man das so nennen kann. Na, komm schon. Aha. Dies und das, jenes. Noch mehr. Und zack. So, gut. Dann versuche ich jetzt irgendwie viereckig hinzukriegen. So viereckig, wie es eben werden kann. Okay, also, wo haben wir denn hier? So, die Gerade ist schräg, eine schräge Gerade. Wunderbar. Du. Ist das gerade? Ja, ne? Voll gerade und so. Gut. Hallo? Könnt ihr mal bitte hier das anzeigen lassen, bitte? Hallo? Oh mein Gott. Ja. Jetzt habe ich eine Ecke. Na toll. Egal, nicht so schlimm. Meine Ausdauer ist eh hinüber. Okay, wie schaut's aus hier? Ganz gut soweit. Dann könnten wir rein theoretisch bei... So was, wir machen es anders. Wir als erstes müssen wir hier ein paar Seeds craften. Kraft 20 Seeds. Danach können wir schon mal die Cobblestone
Rocks in Auftrag geben und schon mal ein paar craften lassen. Wenn wir ja sowieso schon dabei sind. Cotton Seeds, genau. Dann nehmen wir noch die. Und die hier. Ich mache es, glaube ich, direkt hier neben. Okay. Eine neue Axt. Hallo. Es hängt. Machen wir zwei direkt. Zack. Wunderbar. Und dann direkt wieder die Kabel an Start. Und so. Sehr schön. So. Können wir hier wunderbar das Terrain ausklären. Bei Gelegenheit vielleicht sogar einen Zaun drum ziehen. Mal gucken. Ich könnte ja dann so bis hier. Aha, aha. Die Kabel, ja. Plant Fibers brauchen wir eh für die Cobblestone Frames. Die werden nämlich aus Plant Fiber und Holz, glaube ich, gemacht. Nachher brauchen wir das eh. Ich glaube, auf Clay selbst kann ich eh nichts anbauen, oder? Ich glaube nicht. Gucken wir mal. Also, wir haben das Ding hier. Sehr gut. Tack. So. Und so. Auge juckt. So, können wir hier auch? Ich glaube schon. Ja. Noch eine Reihe. Sehr gut. Das ist auch ein super realistisches Geräusch, ist übrigens für so einen Farmboden umzugraben. Tück. Klar, macht's auch im echten Leben. Wenn ich mein Feld umflüge. Tück. Hier die vor der Tür, die Trecker immer. Tück, 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 tück. Ja, ja. So läuft das. Sieht irgendwie sehr cool aus. Trotz allem komischen Geräuschen. Das ist nicht korrekt. Das ist korrekt. So. So und so. Voll in die Straße. Wobei es jetzt gerade vielleicht nicht unbedingt super clever war, es neben unser Safety-Gebäude zu bauen, wenn jetzt die große Horde kommt. Das ist ein Argument. Verdammt. Egal. Wenn es schief geht, halt Pech gehabt, aber ich will die jetzt auf jeden Fall schon mal anbauen irgendwie. Ansonsten bauen wir halt erst hier irgendwie so an. Geht ja auch. Tack. Tack. Wunderbar. Miscellaneous Crafting, sag ich doch, wird hier gepusht. So. Hopp. Wunderbar. Yeehaw. Hier richtig? Ja. Hier noch ein und da noch ein für eine gerade Linie irgendwie. Das ist korrekt. Ich glaube schon. Ja, sieht sehr korrekt aus. Okay. Machen wir noch die Linie hier fertig und dann machen wir ein wunderschönes Baumwollfeld. Und du kommst weg. Und du auch. Und du auch. Okay. 20 mal Baumwolle. Huch. Sieht merkwürdig aus. 3. 4. 5. Das sieht doch super süß aus, oder nicht? Voll knuffig eigentlich. 1. 2. 3, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 und die letzte Reihe. Wie nass ist das an dem Ding? Ach, das geht ja eigentlich. Das geht doch. Wir könnten eigentlich hier
Einfach mal die Reihe aufmachen. Für nicht ganz so nah am Haus. Das sieht doch ganz cool aus, oder nicht? So ein kleines Feld direkt neben der Safety Zone. Finde ich witzig. Wie schaut es hier aus? Cobblestones werden fleißig gekollt. Hier haben wir schon unsere Frames. Jetzt halt die Frage, wo gehen wir da am cleversten lang? Für einen ordentlichen Wall. Ich denke mal, auch hier entlang. In so einem Wasserpit. Dann hier hinten. Hinterm Wasserpit direkt. Ich glaube ja. Also so. Hey! Stop! Nein! Hui! 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 Das geht so nicht! Hallo! Dankeschön! Sind wir hier? Aha! In der Ecke vom Haus. Habe ich noch. Gut. Miscellaneous Crafting. Ich sag ja, das braucht ein bisschen. Okay, nochmal ein Lag. Cobblestone Frames. Wie viel können wir machen? 40? Mache ich, auf jeden Fall. Die werden wir brauchen. Oh ja. Wie viel brauche ich hier noch? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Fünf, ach da. So, toll. Toll gemacht. Nervig. Gutes Gras. Ja. So. Perfekt. Perfetto. So, jetzt können wir nämlich hier... Ah ne, ich glaube, ich habe übrigens wieder das Ding. Ach ja, 4 Stück, A10, minus 4. Warum nur 4 Cobblestone? Wurde das geändert? Letztes Mal war es noch 10. 10 Cobblestone, also 40 Cobblestone. Okay, vielleicht haben sie es ja wirklich geändert. Das heißt, wir haben jetzt sehr viel mehr Cobblestone zum Verbraten hier. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Wunderbar. Haben wir nicht irgendwie den Clawhammer? Oh, ich brauche noch das Rezept dafür. Es ist so ärgerlich. Ach, Mann. Ich glaube, der Clawhammer macht das Ganze in einem Schlag. Und wenigstens die Wrench wird das Ganze in zwei Schlägen machen. Aber nein. Wir haben ja nur diesen blöde Axt, die ewig braucht. Mein Gott, sind wir noch morgen unterwegs hier. Ah, aber ich würde sagen, wir sehen uns erstmal quasi in der Nacht wieder. Und ich würde sagen, ja, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.